einer Charaktereigenschaft zuordnen. Zum Beispiel, jemand wird beleidigt, zu Unrecht. Ein Mann steht auf und verteidigt ihn. Diese konkrete Verteidigung deutet auf etwas hin, nämlich auf Mut und auf einige andere Eigenschaften. Dennoch ist diese konkrete Handlung, die der Mann tat, nur eine Möglichkeit, wie der Chuluk, Mut, zu beschreiben wäre. Wir müssen also sagen, jede einzelne Handlung ist nicht mehr und nicht weniger als eine Frucht eines Baumes. So könnte man es umschreiben, so beschreibt Al-Ghazali das. Und es ist irreführend zu meinen, nur weil man die Frucht kennt, kennt man den Baum. Wenn ich einen Apfel kenne, weiß ich ja nicht, wie der Apfelbaum aussieht. Es ist also doch etwas noch Tieferes. Dazu versucht er vorzukommen. Er sagt, wir sagen also, Chuluk und Khalq sind zwei Begrifflichkeiten, die gemeinsam verwendet werden. Etwa wenn man sagt, der X, die Person X, ist von schöner Gestalt. Khalq. Der mir gesagt, das ist das körperliche Beschaffensein. Und hat schöne Charaktereigenschaft. Chuluk. Seht ihr, wie er mit den Begriffen spielt? Und dann sagt er, womit man meint, sein Inneres, sein Batin, sein innerlich Verborgenes und sein Äußeres, das was Zahir ist, das was offen erkennbar ist, ist schön. Und so bezeichnet man mit Khalq die äußerlich erkennbare Form des Menschen, womit man mit Khulq die innere verborgene Gestalt des Menschen meint. Das bedeutet, Al-Ghazali verwendet hier die Begriffe Sura und Hay'a. Das ist ein sehr diffiziler Begriff. Was meint er damit? Man kann konkret sagen, der Mensch eines Körpers ist beschreibbar in Länge, in Form, in Gewicht, Aussehen und so weiter. Er ist offen erkennbar. Das gleiche fällt von der Seele des Menschen schwer. Dennoch wird man sagen, die Seele des Menschen ist nicht vorhanden oder ist nicht irgendwie bestimmbar. Sie hat einen Ort. Sie hat schon einen Ort. Man nennt das im Arabischen den Unterschied zwischen Sura und Hay'a. Ich gebe euch ein Beispiel. Als Hay'a wird man zum Beispiel bestimmte Formen der Himmelsgewölbe bezeichnen. Oder man bezeichnet zum Beispiel die Astronomie auch als Ilm al-Hay'a. Warum? Es spielt keine Rolle, ob jener Stern oder jener Stern einen Kilometer oder eine Milliarde Kilometer entfernt ist. Das spielt keine Rolle. Das Verhältnis von ihnen spielt eine Rolle. Hay'a bedeutet also eine ungefähre Form. Es ist eine grobe Gestalt. Wie groß, wie weit im Einzelnen spielt dabei keine Rolle. Bei Sura hingegen reden wir von einem konkreten Bild. Von etwas, was ich ganz konkret zuordnen und bestimmen kann. So kann ich sagen, Khalq, alles was erschaffen ist, ist körperlich erschaffen. Prinzipiell. Ich kann ihm also irgendeine Form zuordnen. Im weitesten Sinne. Khulq hat eine besondere Gestalt. Es ist nicht fließend. Es hat schon eine Gestalt, die ich aber nicht wie einen Körper bestimmen kann. Er sagt noch weiter. Dies ist so, weil der Mensch aus einem Körper besteht, welcher mit dem Blick Basar, dem Blick erkennbar ist, und aus Geist und Seele, welche durch nachdenkende Erkenntniskraft begreiflich werden. Ein jeder der beiden Grundbegriffe verfügt über eine ihm eigene Form und Gestalt. Also er sagt, beides verfügt über eine Form und Gestalt. Der Körper und die Seele bzw. der Geist andererseits. Beide haben eine besondere Form und Gestalt. Er sagt, die Seele jedoch, welche mit der nachdenkenden Erkenntniskraft begreiflich ist, ist gewaltiger an Maß als der mit dem bloßen Blick begreifbare Körper. Und darum kann man auch sagen, beide Arten von Gestalt haben schöne und hässliche Formen. So kann man sagen, und das ist das Wort unseres Propheten und des ersten Menschen Adam a.s., wie es während des Mi'raj überliefert ist, dass die Seelen der später geschaffenen Menschen an Adam im ersten Himmel vorbeiziehen und Adam sagt jedes Mal, wenn er eine üble Seele sieht, eine üble Seele in einer üblen Gestalt. Er sagt nicht in einer körperlichen Gestalt. Er meint Hay'a. Und dann sagt er, eine gute Seele in einer guten Gestalt. Weil in der jenseitigen Welt tatsächlich auch die Dinge, denen wir nichts Offensehbares zuordnen, eine besondere Form und Gestalt erhalten. Der Chuluk wieder ist eine solche Gestalt. Und Al-Ghazali beschreibt das so. Vier Begriffe kann man beschreiben. Vier Begriffe, die auf der Waagschale des Sichtbaren und auf der Waagschale des Unsichtbaren sind. Ich kann sagen,
Ich habe auf der Waagschale des Sichtbaren Khalq, das sind die erschaffenen Körper. Ich habe Sura, das ist eine konkrete Form. Ich habe etwas, was Zahir ist, offen, klarliegend, erkennbar. Und ich habe etwas, folglich, was mit dem Wasser, mit dem äußeren Blick erkennbar ist. Wie ist das aber mit Dingen wie Seele, wie Khulq? Da habe ich etwas, das beschreibe ich so. Ich habe Khulq, Gegenstück zu Khalq. Das ist etwas, was auch eine Form hat. Es ist nämlich konkret zu erschaffen, von Allah selber. Dann habe ich Hay'a, das ist eine Gestalt, die ich nicht mit dem Auge erkennen kann. Aber eine konkrete Form hat es schon. Dann ist es Batin, es ist verborgen. Für mich zunächst verborgen. Aber es ist erkennbar. Und zwar mit Basira. Und das ist ein Schlüsselbegriff in der islamischen Kultur. Man hat Basar und Basira. Was ist Basar? Basar ist der äußerliche, körperliche Blick. Basira jedoch ist eine innerliche Erkenntnis, die etwas durchdringt. Ich kann also sagen, äußerlich ist dieser Mensch vielleicht schön. Aber die Art und Weise, wie er handelt, sagt mir, Kraft der Basira, dass er ein Lügner ist. Darum sagt der Prophet Hassan auch, diese und jene Dinge gehören zu den Handlungen der Munafiqin. Er sagt nicht, das ist ein Munafiq. Denn nur in den Fällen, wo Allah ihm das als Offenbarung gab, konnte der Prophet sagen, der und der und der ist Munafiq. Sondern er sagte, es sind die Handlungen, die Amal der Munafiqin. Denn tatsächlich, sagte der Prophet Hassan auch, ich bin nicht gekommen, die Bäuche der Menschen aufzureißen. Das heißt, er kann das nicht machen. Dass das verborgen ist, ist prinzipiell, wenn es nicht von Allah ihm offenbart wird, auch ihm verborgen als Mensch. Aber es ist eine Möglichkeit zu schließen von den äußeren Handlungen. So können wir sagen, ist es möglich, dass man die guten und die schlechten Akhlaq erkennen kann ansatzweise durch die Handlungen, nur ist das ein zwiespältiges Schwert. Das sagt Al-Ghazali so. Tatsächlich lässt sich unter Khuluq nicht die bloße Handlung verstehen. Das sagt er auch deutlich. Nicht die bloße Handlung. Denn es gibt doch so manche Person, die ihrer Art nach freigebig ist, aber nur, weil sie aus Geltungssucht zum Beispiel dazu getrieben ist. Und es gibt Menschen, die scheinbar geizig erscheinen, aber es sind die Lebensumstände, die sie dazu zwingen. Wir sagen, wenn zwei Leute scheinbar dasselbe tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Aber es geht genau um den Grund, warum sie etwas tun, damit ich auf ihre Akhlaq schließen könnte. Solange ich den Grund für ihre Handlungsweise nicht erkennen kann oder einen Zweifel haben muss, ob ich sie wirklich kenne, kann ich nicht auf den Khuluq schließen. Das führte dazu, dass der Prophet ﷺ nämlich sagte, finde für deinen Bruder mehr als 70 Entschuldigungen. Warum? Nicht, weil er damit die Handlungen, die zum Teil der Übel sind, rechtfertigen möchte. Das wäre nicht der Aufgabe eines Propheten als Vertretung von Al-Haq gerechtfertigt. Nein, weil er sagte, du kannst nicht zwingend wissen, warum sich etwas so ergibt, wie es dir nach dem äußeren Augenschein zu sein pflegt. Es mag sein, dass es ein Hindernisgrund gibt. Dementsprechend heißt es dann auch, im umgekehrten Sinne, an anderer Stelle des Korans, und wenn euch ein Fasiq, jemand, der sündhafte Dinge tut, kommt, mit einer Nachricht, so vergewissert euch. Das bedeutet, im Maße des Möglichen muss ein Mensch, um sich über einen anderen Menschen ein Urteil erlauben zu können, mit diesem Menschen beschäftigen. Er muss versuchen, nicht nur die äußerliche Handlung von ihm zu sehen, sondern versuchen zu erkennen, warum er etwas tut. Das ist natürlich nicht immer möglich. Daraus kommt dann die notwendige Folgerung, die auch im Fiqh so gehandhabt wird. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, festzustellen, warum jemand etwas tut, kann ich mir über ihn de facto keine wirkliche Meinung erlauben. Es sei denn, er tut Dinge, für die es wirklich keine nachvollziehbare Entschuldigung gibt. Das ist dann seine Verantwortung. Gehen wir abschließend dazu, was sind denn jetzt die Ergebnisse von Akhlaq? Al-Ghazali sagt, es gibt vier elementare Akhlaq, aus denen alle anderen hervorgehen. Natürlich könnte man, auch das hat er gemacht und auch andere vor und nach ihm, man könnte die verschiedenen Tugenden des Propheten dann beispielhaft zusammenfassen. Dazu gibt es verschiedene Abhandlungen. Man kann das quasi als Lehrbuch zusammenstellen, auch das wurde schon verschiedentlich gemacht. Aber es ist nach Meinung der älteren Gelehrten nützlicher, wenn man sich zunächst klar macht, dass eigentlich alle der guten Akhlaq ihre Wurzel haben in vier Dingen. Und so beschreibt er, die Weisheit, Hikma, als zweites die Tapferkeit, Shaja'a,
Drittens die Tugendhaftigkeit oder Sittlichkeit, Esther. Und viertens die Gerechtigkeit, Adam. Er sagt, letztendlich, wenn du nachdenkst, wirst du feststellen, dass aus diesen vier Grundeigenschaften alle anderen guten Eigenschaften herausströmen. Sie haben hierin ihre Wurzel, aus diesen vier. Also noch einmal, die Weisheit, die Hekna. Dann die Tapferkeit, Shajara. Dann die Tugendhaftigkeit und die Sittlichkeit, Esther. Und dann letztlich die Gerechtigkeit, Adam. Er sagt auch, ein Mensch kann so gut sein, wie er will. Wenn einer dieser Aspekte bei ihm unterentwickelt ist oder dringend ist, wird dieser Mensch Fehler machen. Und zwar schwerwiegend. Es geht gar nicht anders. Stellen wir uns das einmal praktisch vor. Sagen wir jemand,